Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minoxidil-Experiment. Heute in Woche 44 bin ich wieder einmal on the road again. Diesmal aber nicht nur beruflich, sondern auch aus privaten Gründen. Dann sorgen wir mal für einen klaren Durchblick. Und eigentlich habe ich einen Hunger und man könnte jetzt hier jausen, wobei, ja, es ist eben genau das, McDonald's, Mac-Scheißdreck, das reimt sich sogar und was sich reimt, ist wahr. Wollen wir das? Wollen wir da essen? Dann fahren wir weiter und suchen uns was anderes. Perfekt. Gut, dann geht's weiter. Grüß Gott, Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gern 2 Cheeseburger, 2 Chickenburger. Sind wir mal umweltfreundlich und schalten den Motor ab. Zuerst sage ich kein McDonald's und dann plötzlich doch McDonald's. Weil es so einfach ist. So. Jetzt geht's weiter. Leider bedeutet das, dass ich heute kein aufwendiges Sachthema umsetzen kann, aber dafür arbeite ich schon an dem Thema für nächste Woche, und zwar wird es da um Haut gehen. Wie ist die Haut aufgebaut? Was passiert, wenn die Haut zu trocken wird? Denn ich glaube, es ist extrem wichtig, wenn man effektiv gegen trockene Haut vorgehen möchte, dass man mal weiß, was da tatsächlich passiert. Und ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema, deswegen muss ich daran noch ein bisschen arbeiten. Aber ja, auf das könnt ihr euch nächste Woche freuen. Jetzt bin ich einmal unterwegs, aber etwas später werde ich dann den Folligen-Schaum ausprobieren. Habe ich extra aufgehoben, dass ich die Verpackung aufmache das erste Mal und mir das mal anschaue. Denn der Folligen-Schaum, der ist ein bisschen unterschiedlich zum Kirkland-Schaum. Der Kirkland-Schaum ist in Monatsrationen in Fläschchen und dieser Folligen-Schaum, der ist jetzt in einer 3-Monats-Ration in der Flasche. Und auch das Dosieren ist etwas anders mit dem Folligen-Schaum. Und ja, das zeige ich euch dann. Das schaue ich mir selber an, wie das eigentlich funktioniert. Wenn ich dann den Folligen-Schaum verwende, bin ich eigentlich vollkommen umgestiegen auf Folligen-Produkte. Das wird spannend. Also bis jetzt bin ich mal mit der flüssigen Lösung eigentlich zufrieden. Und ja, ich denke auch, dass der Schaum gut funktionieren wird. Ja, so nach ein paar Stunden Autofahrt bin ich jetzt angekommen. Das heißt, wir können den Folligen F5 Minoxidil-Schaum auspacken und mal ausprobieren. Also, runter mit der Verpackung. Schauen wir mal, was da drin ist. Ja, eindeutig viel größer als der Schaum von Kirkland, die Flasche, weil ja ein 3-Monats-Vorrat hier drin ist, im Gegensatz zum 1-Monats-Vorrat von Kirkland. So, das ist nochmal verpackt, also alles original verpackt, das ist schon mal super. Hier im Gegensatz zum Kirkland-Schaum ist das in einer normalen Plastikflasche drin. Jetzt bin ich gespannt, wie da ein Schaum entsteht, also das ist auf jeden Fall keine Aluminiumdose oder so ein Gasdruckdose, wie auch immer man das nennt. Schauen wir mal, was da passiert. Im Gegensatz zum Schaum von Kirkland ist da jetzt nicht
ein halber Becher voll oder ein Becher voll als Dosierung zu verwenden, sondern ein Hub, steht da nämlich drauf. Die Dosis ist ein Hub. Was ist ein Hub? Keine Ahnung. Schauen wir einfach nach. Das ist ein Hub. Aha. Interessant. Also der Schaum, der ist auf jeden Fall einmal gelblich und nicht weiß. Ah, riechen tut er sehr seltsam. Wie fühlt sich das an? Ja. Also ein bisschen flüssiger. Also ein Hub, jetzt weiß ich, warum ein Hub ausreichen sollte. Weil das ist eben dann, das wird dann ganz schön flüssig, wenn man es aufträgt. Ich habe jetzt 3 Hub genommen. Also ich denke, 2 würden ausreichen. Stinkt ein bisschen das Ding. Ist jetzt nicht sonderlich angenehm. Das war jetzt meine erste Erfahrung mit dem Foligain F5 Minoxidilschaum. Er ist etwas anders als der von Kirkland. Der Geruch ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wir werden jetzt in Zukunft sehen, wie der wirkt, wie gut ich den vertrage. Und ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, das war es eigentlich schon wieder für heute. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und Abos. Falls ihr noch nicht bei unserer bartwuchs.info Facebook-Gruppe dabei seid, seid ihr herzlich eingeladen, der Gruppe beizutreten, oder besucht einfach unsere Webseite www.bartwuchs.info. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus.